unbedingt ans Herz legen, müssen wir Ihnen Unity, das Maskottchen der Spiele. Die Form ist Programm und damit ein Volltreffer, auch am Mittwoch. Denn wirklich beherzt tritt Matthias Hofmann auf. Bei den 10.000 Metern mobilisiert er im Schlussspurt alle Kraftreserven, holt Silber. Mit Herzblut bei der Sache ist in diesem Lauf auch Michael Pisanko. Der Österreicher ist der letzte verbliebene Läufer. Mehrere Runden trennen ihn vom Ziel, doch er zieht dank großer Unterstützung durch. Was für ein Kämpferherz. Nicht genug bekommt auch Elisa Harmsen aus Curaçao. Über 100 Meter Brust schlägt sie zwar nicht als Erste an, beweist aber Ausdauer und packt weitere 25 Meter drauf. Herzergreifend und bärenstark. Einen kräftigen Bärendrücker bekommt Aisha Ahmad Abdallah. Die Volleyballerin der Vereinigten Arabischen Emirate verletzt sich gegen Indien. Ohne sie holt das Team anschließend den Sieg, aber mit ihr wird natürlich gejubelt. Da wird einem wirklich warm ums Herz. Sport verbindet, geht ans Herz und macht glücklich. Lea Jasmin Helbing kann ihr Glück kaum fassen, jetzt und hier am Start zu stehen. Man ist stolz auf sie und auch die 22-Jährige aus Kiel kann auf sich stolz sein. Sie ist nicht die Schnellste, das ist die Britin Taylor McKenzie. Aber Lea Jasmin Helbing gewinnt die Bronzemedaille und macht damit nicht nur sich selbst sehr, sehr glücklich. Dieses Lächeln kommt Ihnen möglicherweise bekannt vor. Das ist Heidi Kuder und Heidi Kuder ist als Fotomodell in der Juni-Ausgabe der Vogue zu sehen. Und auch ihre sportliche Performance kann sich durchaus sehen lassen über 100 Meter. Platz 3 und damit Bronze für die 17-Jährige aus Schwanebeck. Ein wirklich guter Grund zu strahlen. Wenn so die Daumen gedrückt werden, dann muss es um etwas Großes, Gewichtiges gehen. Hier geht es um ihn und es geht um Gold beim Powerlifting. Schafft Danilo Pasnicki den letzten Versuch im Kreuzheben, dann gewinnt er. Der 30-Jährige aus Moosbach versucht alles, doch es gelingt nicht. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.